over. Then she's like, damn, oh, she better in the room, baby. I told her, no, she cried, damn, oh, told her, I'd have to run away. Don't let me go. Leute, ich muss mich einfach zu einer Sache äußern, die mich in den letzten Tagen einfach extrem traurig gemacht hat. Aber ich habe das Gefühl, dass ich dazu etwas sagen muss. Deswegen mache ich das auch jetzt. Und zwar lese ich voll oft im Internet, Luisa hat sich voll verändert, seitdem sie mit Nada zusammen ist. Ja, habe ich. Aber so glücklich wie jetzt war ich noch nie in meinem ganzen Leben. Ich schwöre, ich stehe jeden Morgen auf und ich bin so krass dankbar. Ich lese solche Kommentare wie, sie zieht sich nicht mehr so an wie früher, sie schminkt sich nicht mehr so wie früher. Und die tun alle so, als wäre Nada voll der schlechte Mensch und dass er mir alles verbieten würde. Obwohl das gar nicht stimmt. Ich schwöre auf alles, er verbietet mir nichts. Er sagt mir immer wieder, dass er mich so liebt, wie ich bin. Ich lese auch sowas, Nada verbietet ihr, ihren Führerschein zu machen. Leute, seid ihr dumm? Tut mir wirklich leid, aber seid ihr dumm? Ich bin einfach nur zu faul, um ihn zu machen. Das macht mich so krass traurig. Leute, wisst ihr, was für krasse Komplexe ich vor ihm hatte? Wirklich, ich wollte mir meine Lippen machen lassen, mein Kinn, meine Stirn. Aber seitdem ich mit ihm bin, fühle ich mich so wohl in meiner eigenen Haut. Auch jetzt nach der Schwangerschaft, mein Körper sieht nicht mehr so aus wie vorher. Aber er sagt mir immer wieder, wie schön ich bin. Er sagt mir wirklich immer wieder, ich liebe dich so, wie du bist und dein Aussehen ist mir egal. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber Wallah, für mich ist Nada der beste Mann, weil er mich einfach so liebt, wie ich bin.